immer mehr Menschen wollen, dass es eine Steuerreform gibt, dass man an gewissen Stellen weniger Steuern, dafür halt der andere wieder mehr Steuern zahlen muss. Siehst du das auch so? Meinst du, wir haben zu hohe Steuern? Wenn man die Gesamtsumme der Steuern nimmt, das ist die sogenannte Abgabenquote, dann zahlen die Österreicher insgesamt mehr Steuern und Abgaben als fast alle anderen Länder der Welt. Weil man kann es, glaube ich, nur so berechnen, in dem einen Land wird bei der Grundsteuer auch gleich der Müll und die Abwässer kassiert, beim anderen zahlt für Müll und Abwässer Gebühren. Beim einen Land zahlt das gesamte Gesundheitssystem über die Sozialversicherung, beim anderen wird da viel aus Steuern dazu gerechnet. Also man kann es eigentlich nur so rechnen, wie viel von der Summe aller Gehälter, Einkommen und so weiter, was verdient wird in einem Land, geht durch staatliche Hände, das heißt Bund, Land, Gemeinden, Sozialversicherung. Und da ist Österreich eines der am meisten den Menschen wegnehmenden Länder. Daher glaube ich, dass man einmal primär das herunterdrücken muss. Welche Steuer ist da am realistischsten, dass die gesenkt wird? Naja, es geht, alle Debatten gehen um die Einkommensteuer. Also das ist sowohl Lohn. Das ist die vom Lohn abgezogen wird, oder? Wenn es vom Lohn abgezogen wird, sagt man Lohnsteuer dazu, aber es ist der gleiche Tarif wie der Einkommensteuertarif. Also es ist die Lohnsteuer ein Teil der Einkommensteuer, nur es nennt sich anders, aber es geht immer um beides, also was Selbstständige abliefern müssen oder was angestellte Arbeiter, Beamte abliefern müssen. Die Senkungsdebatte geht derzeit, sage ich, nur um diese Einkommensteuer, wobei eigentlich auch viele Ministeuern oft mehr kosten als bringen, weil du musst immer kontrollieren und so. Und oder quasi bei jeder Anzeige zahlst du nicht nur Umsatzsteuer oder wenn du was verdienst als Anzeigenschaltung der Einkommensteuer, sondern zahlst auch noch eine Anzeigenabgabe. Und da gibt es unglaublich viele so kleine Abgaben und Steuern, die noch dazukommen, die noch zu zahlen sind. Also man könnte schon und sollte auch über andere reden und vor allem sollte man über die Gesamtquote reden. Das heißt, der Staat sollte viel, viel weniger ausgeben. Aber konkret Steuersenkung, die Debatte ist eindeutig bei der Einkommensteuer jetzt. Aber ist das überhaupt im Bereich des Möglichen, dass man eine Steuer absenkt? Vor allem eine so wichtige, wenn ich das jetzt richtig ausgehört habe. Also Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind die beiden weitaus wichtigsten, also mengenmäßig gesprochen, die weitaus dem Staat am meisten Geld bringende. Ob es möglich ist, war aber deine Frage. Natürlich wäre es möglich, ist es möglich und wird, nachdem da praktisch allgemeiner Konsens zu sein scheint, wird wohl in den nächsten ein, zwei Jahren kommen. Nur die Frage ist die sogenannte Gegenfinanzierung. Wo nimmt man das Geld her? Da gibt es auch die Möglichkeiten, man macht noch mehr Schulden. Das hat der Staat ja oft schon gemacht. Man sagt, na, es kommt eh wieder ein Teil zurück, Teil kommt schon zurück, aber es kommt nie, weil die Leute dann halt vielleicht ein bisschen mehr ausgeben oder und da zahlst du wieder Umsatzsteuer. Aber ist es nicht auch so, umso mehr Geld die Leute haben, umso mehr kaufen sie auch und das fließt dann wieder in die Mehrwertsteuer ein? Ja, dadurch verdient ja der Staat einen Teil dessen zurück, so wird ja argumentiert. Nur es ist eben nur ein kleiner Teil, die Mehrwertsteuer. Also wenn du das so rechnest, sind es 20% und bei der Einkommensteuer wird zwischen 36% und 50% Einkommensteuer bezahlt. Also es kommt nie das zurück.
Und das, was bei dieser Argumentation immer völlig unterm Tisch fällt, im Schnitt kommt 60%, was die Österreicher kaufen, in den Geschäften kaufen, online kaufen, aus dem Ausland. Denk nur, es kommen die Autos, die meisten technischen Produkte aus dem Ausland, bei den Lebensmitteln zwar nur ein kleinerer Teil, aber auch da kommt ein Teil aus dem Ausland, die Textilien kommen. Verdient der Staat auch bei denen einen Steuernteil oder ist das alles, was aus dem Ausland kommt, ist auch für den Staat? Ja, Mehrwertsteuer verdient. Also auch daran dann schon? Mehrwertsteuer zahlst du, zahlt der Einkaufende bei allem, wo... Aber ist es dann nicht dem Staat ziemlich egal, ob das jetzt aus Österreich oder aus dem Ausland kommt? Weil die Mehrwertsteuer ist ja trotzdem 20%. Ja, wenn der Staat nur von der Mehrwertsteuer leben könnte, wäre es super. Aber die Einkommen werden eben in Vietnam, in China, in Tunesien verdient, in Japan. Und 80% sind jenseits der Mehrwertsteuer. Und davon geht 60% ins Ausland. Also 60 mal 80% sind meiner Rechnung nach 48% des gesamten Kaufpreises, den man im Geschäft ausgibt, fließt ins Ausland. Ja, aber es ist, von was für einer Senkung spricht man dann? 2% oder doch auch eine? Naja, es wird momentan gesprochen, aber es ist ja noch nichts beschlossen. Momentan wird gesprochen, den sogenannten Eingangssteuersatz von 36 auf 25%. Ja, aber 11% ist ja nicht mehr weniger. Aber das ist nur ein kleiner Teil des Einkommens. Man muss die Mehrwertsteuer, das ist ein bisschen komplizierter zu erläutern, wir haben ein Stufensystem. Ganz wenig verdienende Menschen zahlen keine Einkommensteuer. Die zahlen zwar alle Sozialversicherung, also für Pension und für Gesundheit, Unfall. Und wenn sie dann ein bisschen mehr verdienen, für den Mehrverdienst ist jetzt 36%. Dann gibt es noch eine Stufe und schon bei einem Jahresverdienst von 60.000 Euro bist du, ab dem zahlst du für alles 50%. Da gibt es das Jahreswechsel, aber das ist vielleicht zu kompliziert. Wenn man denkt, in Deutschland ist der Spitzensteuersatz nur 49%, das ist nicht viel Unterschied zu 50, aber der fängt viel, viel höher erst an. Mehr zu diesem und anderen spannenden Themen lesen Sie auf Andreas Unterbergers nicht ganz unpolitischem Tagebuch unter www.andreas-unterberger.at.